Hi, guten Morgen. Ich möchte euch heute ein tolles Buch, ein bisschen aus einem tollen Buch vorlesen, was eine Freundin, wo meine Freundin mir ein Stückchen rausgeschickt hatte, abfotografiert per WhatsApp. Eine Freundin, die ich in Barcelona kennengelernt habe und wir sehen uns nicht so oft, aber die Verbundenheit ist immer da. Und letztens kam sie mich besuchen. Ich habe mich total gefreut und sie auch, weil hier Geben und Nehmen auf Augenhöhe möglich ist. Warum? Weil wir beide halt an uns arbeiten. Wir haben halt die Bodenlosigkeiten unseres Lebens als Chance genommen. Und sie hat mir halt einen kleinen Ausschnitt vom Anfang dieses Buches, was man jetzt nicht lesen kann vielleicht, weil ich es wert bin. 101 Herzensgedanken für Sie von Bion Catalato, ein Spiegelautor, Bestseller ausgezeichnet. Und ich wollte euch mal ein bisschen was daraus vorlesen. Vielleicht mache ich jeden Tag ein bisschen, mal schauen. Kapitel 1. Das kleine Mädchen, das vergaß, loszulassen, was ihr nicht gut tut. Dabei muss sie erst loslassen, um zu merken, was sie hält. Und was sie loslässt, kann sie nicht mehr festhalten. Die Herzensgedanken, die nun folgen, sollen ihr helfen, die Vergangenheit loszulassen, damit die Zukunft eine Chance hat. Sie sollen ihr zeigen, dass die Vergangenheit sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute ist und es jetzt an der Zeit ist, vorwärts zu gehen. Das ist etwas, was ich bei mir 2018 mit meinem Burnout erkannt habe. Wenn sie deine nackte Seele noch nicht lieben, dann sollten sie auch nicht deinen nackten Körper lieben dürfen. Es wird Zeiten geben, wo du deine eigene beste Freundin sein wirst, wo du an deinen eigenen Schultern weinen wirst, wo deine eigenen Hände deine Tränen trocknen werden. In diesen Zeiten wirst du dich vielleicht einsam fühlen. Aber genau diese Zeiten werden dir zeigen, dass du auf eigenen Beinen stehen kannst und dich zu dem werden lassen, wer du sein sollst. Boah, ich finde mich voll wieder hier. Das ist ganz toll. Sie trägt manchmal eine Last, die Last der Vergangenheit. Die Last wird schwer sein und sie wird mit der Zeit immer unerträglicher. Deswegen lässt sie jetzt los, was ihr nicht gut tut. Sie lässt Dinge los, die ihr nicht gut tun. Sie lässt Menschen los, die ihr nicht gut tun. Denn was sie loslässt, kann sie nicht mehr festhalten. Eine andere Bezeichnung für wunderschön ist, sei du selbst, ganz mit allen deinen Persönlichkeitsanteilen, Sonnen wie Schatten, offen, ehrlich, transparent. Also sei du selbst, meine Liebe, mein Lieber. Ihr Körper ist ein wunderschöner Tempel. Nur jemand mit reinem Herzen sollte ihn betreten dürfen. Ihr Geist ist ein Ort des Friedens. Mit schmutzigen Füßen sollte niemand in ihn wandern. Warte nicht darauf, dass sie lächelt. Gib ihr immer wieder einen Grund zum Lächeln.
Manchmal sucht sie die Schönheit des Lebens. Dabei gibt sie dem Leben ihre Schönheit. Sie hat Vertrauen. Nicht, weil sie alles über jemanden weiß, sondern weil sie weiß, dass sie nicht alles wissen muss. Wenn du sie liebst, dann nimm ihr nicht ihre Freiheit. Verleihe ihrer Freiheit lieber Flügel und sie wird immer wieder zu dir zurückkehren, wenn es wirklich Liebe ist. Eine Sache muss sie verstehen. Wenn sie geliebt werden will, dann muss sie lieben. Schenke ihr die größte Liebe auch dann, wenn sie sie vielleicht am wenigsten verdient. Denn dann braucht sie sie am meisten. Erinnere sie mit einem Kuss auf die Stirn daran, dass sie etwas besitzt, was keine andere Frau besitzt. Dein Herz. Sie vergibt nicht, um die Vergangenheit zu ändern, sondern um die Zukunft zu ändern. Sie weiß, dass Veränderung schmerzen kann, aber sie weiß auch, dass nichts mehr schmerzt, als dort zu bleiben, wo sie nicht hingehört. Es werden weitere Folgen. Einen schönen Tag euch. Namaste, meine Seele, grüß deine Seele. Hi, und weiter geht's. Sie wundert sich über so viele herzlose Menschen. Sie wundert sich über so viele kalte Menschen. Sie wundert sich über so viele dunkle Herzen auf dieser Welt. Manchmal stellt sie sich vor, wie es wäre, so zu sein wie die Menschen, die sie eigentlich nicht mag. Aber dann ist ihr klar geworden, dass Kälte automatisch verschwindet, wenn es warm wird. Dann ist ihr klar geworden, dass ein dunkles Herz nicht nur mit Licht erhellt werden kann. Die Dualitäten, die Polaritäten. Wir alle haben Sonne wie Schatten in uns. Wenn wir es sehen, hingucken, es integrieren, alle unsere Persönlichkeitsanteile umarmen, sind wir ganz. Der Schmerz wird kommen. Lass ihn hinein und dann weine ihn heraus. Schreie ihn heraus. Und dann bitte ihn zu gehen. Erlaube ihm nicht, in deinen Herz anzuziehen. Der Schmerz wird kommen. Der Schmerz wird gehen und du wirst stärker. Sie ist manchmal wie eine Meerjungfrau, gegen die Wellen schwimmend, mit den Wellen schwimmend. Was sie aber nicht vergessen sollte, ist, sich manchmal ans Ufer zu setzen und die Aussicht zu genießen. Achtsamkeit im Hier und Jetzt.
Küsse sie nicht mit Lippen, die lügen. Küsse sie nicht mit falschen Herzen. Bevor du ihr so nah bist wie bei einem Kuss, muss dein Herz ihrem Herz noch näher sein. Sie wird nicht abschließen, wenn sie einfach geht. Sie wird erst abschließen, wenn sie einen Grund gefunden hat, nicht wiederzukommen. Du willst, dass sie endgültig vom Schmerz der Vergangenheit befreit ist? Dann liebe sie in derselben Art und Weise, wie auch du geliebt werden möchtest. So wie sie nicht sicher Auto fahren kann, wenn sie ständig in den Rückspiegel schaut, kann sie auch nicht sicher in die Zukunft gehen, wenn sie ständig zurückblickt. Danke. Manchmal heißt der Weg von Ich bin schwach zu Ich bin stark Vergangenheit. Sie lässt los, was war. Nicht, damit manche Menschen wieder eine Chance kriegen, sondern damit die Zukunft eine Chance hat. Meine Liebe, wache nicht jeden Tag mit der Vergangenheit auf. Sie wird dich niemals so sanft wach küssen, wie es die Gegenwart tun könnte und auch tut. Vielleicht war ihre Vergangenheit nicht immer schön, aber wenn sie jetzt die Gegenwart genießt, dann hat sie in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit. Ja, wir selber sind Kapitän unseres Lebensboots. Das, was wir heute sehen, werden wir morgen ernten. Manchmal reist sie zurück in die Vergangenheit, aber nicht, um Fehler zu vermeiden, sondern nur, um jemanden zu umarmen, der heute nicht mehr da ist. Und um aus Fehlern zu lernen. Das war Kapitel 1. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Neugeburt. Geburtstag. Immer wieder eine Chance. Jeder Tag ist eine neue Chance. Es liegt an uns, ob wir sie wahrnehmen. Namaste.